Wenn PM International zum Deutschlandkongress ruft, dann gibt es nicht nur grandiose Neuigkeiten. Es gibt auch eine grandiose Location. Unübertreffbare Leistungen. Und das Wetter? Das hat man auch gleich einmal mitbestellt. Irgendwie komisch. Anders. Anders als normal. Nicht dekadent. Seriös. Aber eigentlich viel mehr. Ja, viel mehr ein Stück. Familie? Wir, der Upliner. Wir fragen mal gerne. Und diesmal durchaus direkt. Direkt vor Ort. Mit Menschen, die nicht von Reichtum sprechen. Mit Menschen, die wissen, dass Erfolg nur eins ist. Arbeit. Verdammt viel Arbeit. Aber auch die geht man am besten mit einem Lächeln an. Daniele, du hast ja einen grandiosen Start bei PM hingelegt. Verrat mal unseren Zuschauern, was dein Geheimnis ist. Also, ob er grandios war, weiß ich gar nicht. Würde ich eher bezweifeln. Zumindest die ersten Monate war er gar nicht grandios. Ich bin eher sehr langsam gestartet. Ich habe mit 3 Teampartnern begonnen. Und weil ich ja mein Team nicht mitgenommen hatte von Herbalife, das war ein Versprechen, was ich gegeben hatte bei meinem alten Unternehmen, mein Team nicht mitzunehmen. Das habe ich dann auch gehalten. Und dementsprechend war es gar nicht grandios. Also im ersten Monat gerade mal IMM erreicht, 10.000 Euro Umsatz, ist jetzt nicht gerade die Welt. Und aber eher so nach einigen Monaten kamen dann so Dinge zusammen und ich habe natürlich sehr viel gearbeitet. Mir war klar, ich fange nochmal von Null an. Ich muss wirklich durch die ganze Basic-Arbeit nochmal durch und alles tun, was ich schon mal hinter mir hatte. Und das habe ich auch gemacht. Das habe ich dann ein paar Monate, also die ersten 10 Monate, würde ich sagen, waren sehr hart. Also 2.500 Kilometer die Woche gefahren, kaum geschlafen, 3 Tage die Woche immer mit Koffer und Auto unterwegs. Und das war nicht leicht, würde ich sagen. Okay. Aber es hat sich gelohnt. Ilona, erzähl mal was über dich. Du bist jetzt wie lange bei PM? Seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen, wow, okay. Das heißt, da müsstest du dich noch daran erinnern, warum du dich für PM entschieden hast. Erzähl uns was darüber. Ich habe mich für PM entschieden, um ein Stück Freiheit für meine Familie zu schaffen, sodass wir uns mal einen Urlaub leisten können, eventuell. Okay. Ich bin seit 15 Jahren verheiratet und ich habe 2 Kinder und wir sind wirklich nie in Urlaub gekommen, bis auf einmal oder vielmehr zweimal, einmal mit dem Auto, einmal tatsächlich in einem Hotel auch gewesen. Und dann habe ich gedacht, so ein bisschen Freiheit wäre dann schön, wenn ich mich dazu entschließe. Okay. Machst du PM schon hauptberuflich oder ist das erstmal ein Nebenberuf? Erstmal, also ich möchte zurzeit nur im Vertrieb bleiben, weil... Also im Nebenberuf? Im Nebenberuf, ja. Ja, hallo Tino, danke, dass du dir Zeit nimmst, für Upliner TV ein kurzes Interview zu geben. Wie findest du heute die Veranstaltung von PM? Sensationell. Unglaubliche Location. Wiesbaden ist immer eine Reise wert. Und es war ein nationaler Kongress, aber doch sehr international geworden heute. Also ich bin gespannt auf die Dinge, die noch kommen. Was kannst du den PM-Partnern sagen, die heute lieber zu Hause geblieben sind und Talkshows gucken? Was sagst du denen? Selber schuld. Alleine schon, ich sag mal, es ist jetzt hier 2,5 Stunden Veranstaltung, was wir jetzt schon wissen. Das können wir dir erzählen, wenn du nicht hier bist, aber das musst du erlebt haben. Unglaublich. Und es ist auf jeder Veranstaltung das Gleiche. Du musst da selber dabei sein, du kannst dir was lesen, du kannst dir solche Sendungen anschauen, was auch immer. Aber live dabei sein, den Spirit spüren, die Gänsehaut selbst zu haben, kann ich nur empfehlen, sei auf einer Veranstaltung. Das bringt dein Geschäft nach richtig nach vorne. Christian, sag uns, was ist dein Eindruck vom PM Nationalkongress 2011? Was kannst du heute mitnehmen?
Also wie bei jedem Kongress kann man immer eine ganze Menge mitnehmen. Und ich meine, wir sind auch mittendrin. Vieles liegt noch vor uns. Und jetzt schon, was wir jetzt schon erleben durften mit Achim Heukenes, der eine unglaubliche Amerika-Durchquerung gemacht hat, Unglaubliches vollbracht hat. Und natürlich eben seine Emotionen jetzt zu hören, was die Produkte für ihn bedeutet haben in dieser Zeit, absolut sensationell. Ja, und dann natürlich Neuigkeiten in der Optimierung, wie wir mit unseren Kunden arbeiten können. Also neues Abo-Konzept, sensationell. Alleine das hat 300% Wachstumspotenzial. Also ich, wie Sie gesagt, wir sind mittendrin und es ist schon so viel passiert. Wahnsinn, unglaublich. Ja. Angela, was war dein größter Grund, hier hinzukommen, die Fahrt aus Hamburg bis hierhin auf dich zu nehmen und zu sagen, da will ich dabei sein? Der größte Grund waren 100 Leute aus unserem Team, die hier sind. Und da muss man als Führungskraft immer vorne rangehen, weil die sind nicht hier, wenn wir nicht auch hier sind. Und letztendlich ist es so, dass so ein Kongress es muss. Ich meine, das findet nur einmal im Jahr statt, der Deutschlandkongress. Dann gibt es nochmal einen internationalen Kongress. Hier sind die Neuheiten, hier werden Produkte eingeführt. Hier werden wir informiert über das nächste, über die nächsten Monate. Und wenn man sich das nicht selber abholt, das ist wie beim Live-Konzert. Das kann man nicht erklären, das kann man sich auch nicht am Fernsehen anschauen. Wenn man diesen Spirit, dieses Gefühl nicht live miterlebt hat, kann man einfach nicht mitreden. Herr Bacher, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier auf dem Nationalkongress von PM International uns ein paar Fragen zu beantworten. Wie finden Sie die Veranstaltung? Ist die gelungen? Haben Sie Ihre Ziele heute bis jetzt erreicht? Ja, wir sind jetzt in der ersten Pause. Ich denke, ganz klar haben wir die Ziele erreicht. Das zeigt auch die Begeisterung der Menschen. Wir haben Neuigkeiten, die vom Vertrieb ja mit tosendem Applaus aufgenommen wurden. Dann natürlich der Einlauf von Achim Heukemes in Deutschland nach seiner doppelten Amerika-Durchquerung nach 6.000 Kilometern mit dem Fahrrad und 5.000 Kilometern zu Fuß. Unvorstellbar. Und jetzt kommt er heute hierher, offiziell in Deutschland einzulaufen. Und heute Abend feiern wir nämlich seinen Geburtstag. Er wird morgen 60. Also unvorstellbar mit dieser Leistung. Und das zeigt, ja, was möglich ist, wenn man bereit ist, Grenzen zu überwinden. Auch dann weiterzumachen, wenn es weh tut. Und natürlich auch, das hat er auch heute ganz klar gesagt, wie wichtig unsere Produkte für ihn dabei waren. Okay, Herr Bacher, Sie gehören ja zu den, auch wenn Sie jetzt bescheiden sind, Sie gehören ja zu den Top-Managern in Deutschland im Wirtschaftsleben. Warum arbeiten Sie ausgerechnet für PM International? Warum nicht für einen anderen Konzern? Das ist für mich ganz einfach zu beantworten. Ich bin schon seit 18 Jahren bei PM als Gründungsmitglied vom ersten Tag. Ich habe PM persönlich sehr, sehr viel zu verdanken. Was für mich aber heute einfach wichtig ist, PM ist ein Familienunternehmen. Das zeichnet sich aus, dass die Entscheidungswege sehr, sehr kurz sind. Dass Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht immer darauf ausgerichtet sind, noch den letzten Euro mehr zu verdienen, sondern einfach zum Wohl unserer Vertriebspartner, zum Wohl unserer Produkte Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist einfach, was mich jeden Tag wieder begeistert. Unser Gründer und Vorstand ist wirklich noch aktiv im Geschäftsleben, jeden Tag teilweise 10, 12 und 14 Stunden in einem Unternehmen zu arbeiten, was auch Werte hat. Und das sieht man an unseren Charity-Projekten, das sieht man, wie Mitarbeiter gefördert und unterstützt werden. Und das ist einfach etwas, was menschlich auch sehr viel Spaß macht. Herr Bacher, sagen Sie uns in drei knappen Sätzen, warum PM die 1-Milliarde-Euro-Grenze knacken wird. Ein wichtiger Punkt ist, die Menschen, die hinter PM stehen, die für PM stehen, die an diese Vision, an dieses Umsatzziel tatsächlich glauben. Das zweite sind für mich die Produkte, ein ganz wichtiger Baustein, um langfristig und stabil ein Geschäft aufbauen zu können. Da müssen es einfach hervorragende Produkte sein. Und nach meiner tiefsten Überzeugung hat PM die besten Produkte, die ich jemals kennenlernen durfte. Und ja, der dritte Punkt ist, dass wir in Europa gestartet sind, dass wir ein Unternehmen sind, was die Bedürfnisse und auch die gesetzlichen Richtlinien in Deutschland, in Europa kennt und sie deswegen auch einhält und sich genauso im Markt verhalten kann, wie es notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen. Danke, Herr Bacher, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Upliner TV. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg, alles Gute mit PM International. Das wünsche ich Ihnen und Ihrem neuen Magazin auch. Danke. Wiesbaden, es war schön mit dir. Und vielleicht bis zum nächsten Jahr. Denn eins ist klar, für eine Familie ist zu Hause dort, wo die Familie ist.